Der Klett-Cotta-Block ist immer noch auf dem Stand von Klett-Cotta und Tropen auf der Leipziger Buchmesse. Neben mir sitzt Herr Thorsten Schulz. Hallo, guten Tag. Sie haben ein Buch geschrieben über skandinavische Viertel. Um was geht es da? Das ist der Roman über einen Makler, der seine Kindheit zu DDR-Zeiten im skandinavischen Viertel verbrachte. Das befindet sich im Nordwesten von Ost-Berlin, schwierig zu sagen. Und der arbeitet nach Jahren, die er im Ausland verbracht hat, ist er zurückgekommen nach Berlin, Ost-Berlin, und arbeitet im skandinavischen Viertel als Makler und versucht dort für Gerechtigkeit zu sorgen, dahingehend, dass da möglichst Leute hinkommen, die eine Beziehung zu dem Viertel haben. Und er versucht dafür zu sorgen, dass das Geld nicht alles bestimmt. Und in erster Linie aber ist der Roman eine ostdeutsche Familiengeschichte, in der es um Lügen und Geheimnisse geht und die Aufklärung dieser Geheimnisse. Denn Matthias Weber, der Protagonist, ist ein sehr neugieriger Mensch und bemüht sich, immer hinter diese Geheimnisse zu kommen. Es geht auch hier bei Matthias Weber auch um eine Konstruktion einer Geschichte, wie ein Roman, in dem in einer Familiengeschichte hin und her geblättert wird. Ja, also es ist so, dass er natürlich den Dingen des Lebens dort nachforscht und immer so ansatzweise weiterkommt, und dann schweigt man wiederum und lässt ihn nicht weiterkommen, aber es lässt ihn keine Ruhe, und das ist vielleicht die Art, wie er jetzt in seinem eigenen Leben blättert, und ich als Autor tue es ja auch quasi mit ihm als meiner Hauptfigur. Matthias konstruiert sich seine eigene Welt, er benennt die Straßen auch um. Hat er eine besondere Beziehung zu diesem Viertel? Naja, er wird ja in dem Viertel groß, es ist sein Heimatviertel, und für ihn ist es ein Ausdruck persönlicher Freiheit, die darin liegt, dass er so ein Stückchen Selbsterfindung betreibt, und zu dieser Selbsterfindung gehört, dass er sich sein Viertel gleichsam erfindet. Es ist ja auffällig, dass in dem Viertel diverse Straßen skandinavische Namen tragen. Es war ja bekanntermaßen in der DDR nicht möglich, die DDR zu verlassen. Also man konnte nicht nach Skandinavien kommen. Es war ein Sehnsuchtsbereich jenseits der Orte, die man besuchen konnte. Und es ist so eine Art Trotz und so eine Art Selbsterfindung, wie gesagt, dass er diese Namen benennt. Es ist seine Art von, also diese Namen verteilt, die Namen, die Straßen, die noch keine skandinavischen Namen haben, bekommen welche. Und das ist so ein Ausdruck seiner Kreativität und seiner Freiheit. Zu seinem Geburtstag bekommt er ein Buch über die Weltanschauung geschenkt. Im letzten Kapitel geht es um Sartre und Camus. Wieso erwähnen Sie ausgerechnet diese beiden Autoren? Naja, das Leben in der DDR vor dem Hintergrund dessen, was ich eben kurz beschrieben habe, man lebt an der Grenze, kommt nicht rüber, hatte etwas von Absurdität. Das war sozusagen dieses Lebensgefühl, das auch ihn schon als Kind sozusagen bestimmt oder stark beeinflusst. Und zweitens ist es so, dass diese Philosophen, die hießen in der DDR Lebensphilosophen, ein ganz komischer Begriff, die tauchten dann in den entsprechenden Fachbüchern, wo es in erster Linie um Marxismus-Leninismus ging, immer so am Rande auf. Und das war natürlich sehr spannend, und dahinter vermutete man dann natürlich etwas ganz Besonderes, und das war es ja auch. Und das wurde eher so abfällig behandelt, naja, die sind bürgerlich geprägt, die sind noch nicht so weit, dass sie den Marxismus-Leninismus verstehen könnten. Und das empfindet er natürlich als Quatsch. Mit seiner kindlichen Naivität sieht er das gar nicht so. Und das ist ihm relativ fremd. Und deshalb, also verbotene Früchte sind besonders begehrt, ist er natürlich darauf aus, die näher kennenzulernen, und beschäftigt sich dann später damit. Sartre schreibt über die Freiheit, und Camus lässt Sisyphos den Stein den Berg immer raufrollen. Ja, das sind natürlich prägnante Slogans, würde man heute sagen. Also Sartre, Freiheit ist die Freiheit der Wahl. Und welche Wahl hat man, wenn man nicht sozusagen ausreisen kann ohne weiteres? Dann ist ein ja in puncto Wahl des Wohn- und Lebensortes schon mal einiges genommen. Und insofern wirkte dieser Slogan für ihn als Kind wie eine Provokation, möchte ich mal sagen.
Und ähnlich ist es mit dem Stein, den man bergan rollt, mit großer Mühe und wissend, dass er wieder bergab rollen wird, empfindet man trotzdem so eine Art Glück, das Glück, das in der Absurdität liegt. Ja. Nicht jeder kann in dem Viertel eine Wohnung erwerben, da passt er doch schon drauf auf, dass da nicht jeder reinkommt. Warum ist mir das so wichtig? Ja, das ist erstens ein sozialer Impetus, dass er versucht, so Leute da reinzuholen, die ihm passen und von denen er meint, dass sie zu dem Viertel passen. Das müssen ja nicht unbedingt Leute sein, die da ebenfalls ihre Kindheit verbracht haben. Das können auch andere Menschen sein, die aber eine bestimmte Beziehung dazu haben. Und zweitens, das ist natürlich die meines Erachtens interessante Ambivalenz der Figur. Zweitens, hat er natürlich auch ein gewisses Machtbegehren, das darin liegt, dass er eben als der Makler Nummer 1 in diesem Viertel, und das ist jetzt quasi auch so die Erfindung meinerseits, dass ich davon ausgehe, dass er der entscheidende Makler in dem Viertel ist und kaum etwas an ihm vorbeigeht, dass er bestimmen kann, wer dort wohnt. Und die Ausübung von Macht ist natürlich auch eine Befriedigung. Und das macht die Ambivalenz der Figur eben aus. Einerseits ein sozialer Impetus, und er würde sich zum Beispiel nie als linksorientiert im ideologischen Sinne definieren. Andererseits auch einfach eine Machtfantasie, die er ausleben kann mit diesem Beruf. Da gibt es ein paar dunkle Punkte in der Familiengeschichte, die ja eigentlich fast eine eigene Geschichte in dem Roman sind. Geht es um eine Flucht und alles. Hat das eine besondere Bedeutung für die ganze Geschichte des Romans? Ja, ich denke schon. Also wenn man in einer Familie groß wird, in der solche Geheimnisse und das von Verschweigen von Wahrheit ist ja dann auch schon zumindest ansatzweise auch Lüge, dann führt das zu einer gewissen Verstörung innerhalb der Familie. Also die Art oder die Tatsache, dass der Vater darüber zu reden nicht in der Lage ist, über seinen eigenen Fluchtversuch, einerseits will er das selber am liebsten verdrängen, also der Vater. Andererseits will er ja den Sohn noch als Kind beschützen, denn der Sohn soll keine Schwierigkeiten kriegen, wenn er erzählt in der Schule oder sonst wo, dass der eigene Vater flüchten wollte, was ja so eine Art Tabu ist. Die Flucht gelang nicht, er kam dann ins Gefängnis, der Vater. Und das führt zu einer Verstörung, das führt zu einer Entfremdung in der Familie und das führt dazu, dass er sich mit seinem Vater ganz, ganz schwer nur austauschen kann. Und letztlich muss man sagen, ohne dass ich jetzt natürlich allzu viel über den Roman verrate. Nee, nichts verraten. Okay, dann lassen wir das. Ja, gut. Was sagen Sie? Ich wollte Sie unterbrechen. Ja, letztlich kann er seine Freiheit dann auch erst leben, wenn er das mit dem Vater bereinigt hat. Also so viel klärt das sagen. Genau. Was ist mit dem Onkel Winfried? Sein Zimmer bleibt lange gefüllt mit allen möglichen Kisten und Kästen und unberührt. Ja, das ist natürlich der erzählerische Dreh, den ich dabei habe. Ich bin beim Schreiben des Buches im Prinzip darauf gekommen. Und es war auch eine schöne Idee meines Lektors Jan Strümpel, die mich da sehr angeregt hat, sozusagen aus diesem Zimmer noch etwas zu machen. Das ist sozusagen, wenn man so will, das tschechowsche Gewehr, das an der Wand hängt. Und wenn es an der Wand hängt, muss es irgendwann losgehen. Also wenn man am Anfang erzählerisch gesehen etwas sät, dann kann man dann auch später ernten. Und in diesem Sinne, ohne dass ich das jetzt verraten will, befindet sich in dem Zimmer etwas, was dann zum Ende hin von erzählerisch gesehen von großer Bedeutung ist. Ihr Protagonist hat Probleme mit der Vergangenheit, aber auch mit der Gegenwart und der Zukunft. Er macht mehrere Versuche, eine Frau zu finden und das klappt alles nicht so recht. Ja, so ist es. Also das ist auch eine Art von Entfremdung, über die er hinwegkommen muss, über die er wahrscheinlich hinwegkommen wird, aber das wird noch dauern. Und das hängt natürlich auch mit dem psychologischen Konstrukt dieser ganzen Familie irgendwie zusammen. Er wird ja auch charakterisiert von einer der Damen, die zu ihm sagt, Matthias, du bist ein Vielleicht-Mensch. Ja, das ist er. Das ist er da. Also mir fällt es an der Stelle auch schwer, so dazu mehr auszubreiten, weil die Kunst des Schreibens liegt ja auch in der Verkürzung und im Weglassen. Und
der Roman hat, denke ich, viele Leerstellen im psychologischen Sinne, von denen ich mir erhoffe, dass sie von den Lesern ausgefüllt werden. Deshalb bin ich jetzt an der Stelle gar nicht so eloquent und will gar nicht so viel erzählen. Ja. Sartre schreibt auch in Was ist Literatur, dass ein Werk immer nur entsteht, wenn Autor und Leser zusammenarbeiten. Absolut, absolut, ja. Auf der U4, auf der Rückseite, man nimmt ja das Buch immer in die Hand und dreht es rum und guckt, was drin ist. Da steht unter anderem eine Geschichte vom Glück des unglücklich verstrickten Menschen. Ist das so richtig? Naja, es ist natürlich auch so ein Slogan, es ist etwas bonmothaft auf den Punkt gebracht, aber es trifft auf die Hauptfigur, auf den Protagonisten schon insoweit zu, als er diese unglückliche Verstrickung hat, also die sich ja auch in den Frauengeschichten dann zum Ausdruck bringt, und dass er aber gleichwohl oder gerade deshalb in starkem Maße ein Glücksuchender ist. Und das ist natürlich so eine Art poetische Dialektik, würde ich es nennen, die für mich immer ganz wichtig ist, wenn ich Bücher lese, aber vor allen Dingen eben auch, wenn ich so einen Roman schreibe, dass ich so etwas auch im Blick habe. Ja. Hat Matthias Weber beim Schreiben manchmal ein gewisses Eigenleben entwickelt? Ja, absolut. Also das ist wirklich so, wenn es nicht so wäre, würde ich auch die Mühe des Schreibens eines Romans nicht auf mich nehmen wollen. Ich bin ja sozusagen sozialisiert als Drehbuchautor, bin dann relativ spät mit Anfang 40 zum Romanschreiben gekommen und bin vom Drehbuch her gewöhnt, eine Konstruktion zu schaffen, der ich dann, wenn ich das Drehbuch schreibe, sozusagen folge. Das ist beim Romanschreiben anders. Ich lasse mich da viel mehr treiben. Ich habe eine Vision von dem, wie es werden soll. Aber wie gesagt, auch die Vorstellung vom Ende des Romans hat sich so mittendrin entwickelt, die stand am Anfang nicht fest. Und es ist ja so, dieses sich treiben lassen hört sich so salopp an oder so einfach an. Der Kernpunkt des Arbeitens besteht, glaube ich, darin, dass man versucht, sich selbst zu überraschen beim Schreiben. Denn wie soll man einen Leser überraschen, wenn man sich selber nicht überrascht? Und insofern bin ich gegenüber diesen Konstruktionen immer sehr, sehr skeptisch. Das mag in der Genre-Literatur dann tendenziell anders sein, aber so ein Roman, der auch sehr stark aus mir selbst herauskommt, und das soll ja auch sein, das ist einfach meine Lust an der Arbeit, meine ganz egoistische Lust, da gönne ich mir dann eben auch den Luxus, mich selbst zu überraschen, und hoffe darauf, dass ein paar Leser auch in diesem positiven Sinne dann überrascht sind von den Wendungen der Erzählung und von der Eigendynamik, die sich da entfaltet. Können Sie sich vorstellen, dass auch die Leser mal ins skandinavische Viertel fahren, sich dort in ein Café setzen und weiterlesen? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Es ist mir bei allen meinen Büchern, also Boxhagener Platz und auch Nilowski, so gegangen, dass viele Leser die Handlungsorte aufgesucht haben und dann auch mit so einer Art dokumentarischem Drang oder Ehrgeiz überprüft haben, wo ist denn die Kneipe? Ist die Kneipe an dem Ort, wo sie sein soll, laut Roman? Und manche waren dann ganz enttäuscht, wenn das nicht der Fall ist. Aber ich habe ehrlich gesagt ein diebisches Vergnügen dabei, sozusagen, naja, nicht ein Verwirrspiel anzustellen, aber ein eigenes skandinavisches Viertel zu entwerfen. Und innerhalb des Systems, das ich da entworfen habe, muss eben alles funktionieren, das schon. Aber es muss nicht dokumentarisch 1:1 so sein. Das Buch von Tor ist jetzt gerade bei Klett-Cotta erschienen. Herzlichen Dank, Herr Schulz. Ja, danke Ihnen. Vielen Dank.